Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 81 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um eine der besonders mysteriösen Figuren der germanischen Mythologie, auch wenn ihr Name den allermeisten sehr gut bekannt sein dürfte. Es geht um Frau Holle, die im südlichen Raum auch als Perchta bekannt ist. Frau Holle ist ganz besonders als Figur aus den Märchen der Gebrüder Grimm bekannt und durch das nach ihr benannte Märchen. Darin taucht sie als alte Frau auf, zu der sich ein fleißiges Mädchen verirrt, das zu Hause schlecht behandelt wird. Das Mädchen führt einige Arbeiten für Frau Holle mit größter Sorgfalt und Fleiß aus und wird von ihr dafür mit Reichtum, meist mit einem goldenen Regen, belohnt. Als das Mädchen dann nach Hause zurückkehrt, schickt ihre Stiefmutter ihre eigene Tochter zu Frau Holle, um den gleichen Schatz zu finden. Die aber ist faul und will nur die Belohnung haben und wird so von Frau Holle am Ende mit Pech übergossen anstatt mit Gold und so bestraft. Bereits in diesem Märchen erscheint Frau Holle als eine klar mächtige und übernatürliche Figur. Eine alte Frau, zu der das Mädchen gelangt, als sie in einen Brunnen fällt und die über durchaus große Macht verfügt. Neben dem reichen Goldgeschenk, das sie machen kann, heißt es im Märchen so schon auch, dass sie durch das Schütteln ihres Bettes für Schneefall sorgt. Neben dieser wohl bekanntesten Geschichte von Frau Holle ist die Figur der Frau Holle aber durchaus noch weiter verbreitet. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Märchen, in denen sie auftaucht. Und auch unter anderen Namen ist sie in verschiedenen Regionen des deutschen Sprachraumes bekannt. Als Frau Holle kennt man sie besonders im mitteldeutschen Bereich. Im Süden aber, vor allem im Alpenraum, trägt sie den Namen Perchta oder Frau Perchta. Und die Perchten sind in Bayern, Österreich oder auch in Tirol im Rahmen von zahlreichen Geschichten und Traditionen bis heute bekannt. Gruppen von Perchten ziehen als gute Schönperchten oder böse Schirchperchten durchs Land, was sogar in einer Reihe von Ortschaften auch heute noch als Umzüge dargestellt wird. Und während Frau Holle oder Perchta die hauptsächlichen Namen für diese Figur sind, gibt es auch noch weitere. Vor allem weiter nördlich ist sie auch als Frau Rieke, Frau Gode oder Frau Woden bekannt. Alle diese verschiedenen Namen und Versionen von Frau Holle oder Perchta mit den verschiedenen lokalen Geschichten und Traditionen entstammen aber am Ende zentral einer Wurzel. Und Frau Holle geht wohl tatsächlich auf eine alte germanische Göttin zurück. Verschiedene mittelalterliche und moderne Traditionen von Frau Holle sind weit verbreitet und weisen unterschiedlichste Versionen dieser Figur auf, aber auch einige sehr wichtige Gemeinsamkeiten. Und noch aus Quellen aus dem Mittelalter zeigt sich, dass Frau Holle im Volksglauben auch noch zur christlichen Zeit eine große Bedeutung hatte. Zentrale Eigenschaften von Frau Holle in mittelalterlichen oder modernen Volkssagen sind hierbei, dass sie als eine mütterliche Figur auftritt, die mit Hausarbeiten, ganz besonders mit dem Spinnen, verbunden ist. Sie achtet auch darauf, dass solche Arbeiten gut und mit Fleiß und Sorgfalt erledigt werden und erzieht Kinder, das zu tun. Sie belohnt die Fleißigen und bestraft die Faulen. Und das zum Teil sehr reich und auch sehr grausam. Es zeigt sich aber auch sonst eine eher zweifache Erscheinung. Auf der einen Seite erscheint Frau Holle als die gütige, belohnende und freundliche Figur, aber auf der anderen Seite auch als eine strafende, wilde und gefährliche. Diese Dualität von Frau Holle spiegelt sich oft auch in der äußeren Erscheinung wider. So taucht sie manchmal als eine alte und hässliche Frau auf, aber sie kann auch als eine schöne und erhabene Figur erscheinen. Neben einer Verbindung zum Häuslichen zeigt Frau Holle in vielen Versionen aber auch eine allgemeine Verbindung zur Fruchtbarkeit und der Natur. In vielen Geschichten bringt sie Fruchtbarkeit und auch ihr Wohnort liegt meistens in der Natur. Als Perchta ist sie eher wild und lebt im Wald, während sie als Frau Holle in eher markanten Teilen der Landschaft wie Bergen, Felsen, Bäumen oder der Erde zu Hause ist. Ganz besonders oft wird auch wegen des Namens der Holunder mit ihr in Verbindung gebracht. Und darüber hinaus ist Frau Holle natürlich auch noch für das Wetter, ganz besonders für den Schneefall, verantwortlich. Und auch allgemein weist Frau Holle und ganz besonders ihre südliche Form als Perchta eine starke Verbindung zum Winter auf. Gerade Traditionen zu Perchta finden zu dieser Zeit statt und zu dieser winterlichen Zeit zeigt sich auch die unheimlichste und eher dunkle Seite von Frau Holle, als eine der Anführerinnen der wilden Jagd. Auch diese meist geisterhafte und schreckliche Jagd oder auch das wilde Heer, das im Winter erscheint, wird in manchen Versionen von Frau Holle geführt. Eine Rolle, die sonst eigentlich meistens Odin oder einer Figur, die auf Odin basiert, zukommt. Als Anführerin von Geistern oder der wilden Jagd zieht Frau Holle dann besonders in der Nacht umher, was ihre unheimliche und dunkle Seite weiter betont. So zeigt sich Frau Holle also zentral als eine Figur, die mit dem Spinnen und der Erziehung von Kindern, mit Fruchtbarkeit und dem Winter in Verbindung steht, die freundlich beschenken oder auch dunkel bestrafen kann und sogar mit der wilden Jagd umherzieht und Geister anführt. Aber mehr noch, aus mittelalterlichen Quellen geht hervor, dass Frau Holle im Volksglauben direkt Verehrung fand.
Ein kirchlicher Text aus dem 15. Jahrhundert berichtet so zum Beispiel, dass einige Leute Essen als Opfergaben für Frau Perchta in einer bestimmten Nacht nach draußen stellten. In einer anderen Quelle heißt es dann, dass Christen nicht mehr an Frau Holle oder Perchta glauben sollten und Geistliche verurteilten solche Traditionen strikt. Besonders häufig wird Frau Holle in diesen Texten auch mit der römischen Göttin Diana gleichgesetzt, die in den Augen der christlichen Autoren wohl am ehesten die Eigenschaften von Frau Holle verkörperte, ganz besonders in Verbindung mit der wilden Jagd. So war Frau Holle also im mittelalterlichen Volksglauben eine weit verbreitete und sogar verehrte Figur. Aus den Texten geht hervor, dass man ihr Opfergaben darbrachte und diese zumeist aus Lebensmitteln bestanden. Und dann hatte Frau Holle auch bis heute noch in Sagen und Märchen eine feste und wichtige Rolle. Aber bei all den modernen Märchen und dem mittelalterlichen Volksglauben stellt sich natürlich die Frage, woher so eine weit verbreitete und offenbar ja wichtige Figur stammt. Und tatsächlich deutet hier vieles darauf hin, dass Frau Holle auf die ein oder andere Weise auf eine alte germanische Gottheit zurückgeht. Wie so oft bei solchen Fragen ist die Etymologie der Namen dabei eine wichtige Stütze. Frau Holle geht so wahrscheinlich auf das germanische Hulthas zurück, was freundlich, hold oder gnädig bedeutet, während Perchta sich vom althochdeutschen Perat für glänzend oder hell ableitet und Perchta damit wohl so etwas wie die Glänzende bedeuten würde. Eine These ist hier nun, dass die Gnädige oder die Glänzende einfach nur Beinamen für eine bekannte Göttin der Germanen waren und sich hinter Frau Holle die Göttin Frigg verbirgt. Diese war ja auch im südgermanischen Raum als Freya bekannt und würde auch sehr viele Eigenschaften von Frau Holle teilen. Gemäß dieser Idee wären Frau Holle oder Perchta einfach nur Beinamen der Göttin Frigg gewesen, die sich dann aber nach der Christianisierung und nachdem Frigg selbst nicht mehr verehrt wurde, praktisch im Volksglauben verselbstständigten und zu eigenen Figuren wurden, die aber immer noch viele von Friggs Eigenschaften hatten. So etwa als Göttin des Hauses, aber auch der Fruchtbarkeit und als Frau von Odin, was ihr auch eine klare und direkte Verbindung zur wilden Jagd geben würde. Ganz überzeugend ist dieser Ansatz am Ende aber nicht, da er nicht alle von Frau Holles zentralen Eigenschaften, wie etwa ihre Verbindung zur Natur und zum Wetter, erklären kann. Eine zweite Theorie ist hier so, dass Frau Holle sich als Anführerin einer Gruppe von weiblichen Naturgeistern in der heidnischen oder sogar erst in der christlichen Zeit entwickelte. Dass bei den Germanen wichtige weibliche lokale Gottheiten oder auch Gruppen von weiblichen Geistern bekannt waren, zeigt sich ja gut an solchen wie den Nornen, den Walküren oder den Diesen. Ähnlich zu diesen könnte es eine Gruppe von vielen Perchten oder Holden gegeben haben, bei denen sich dann Frau Holle als Anführerin dieser Gruppe von weiblichen Naturgeistern entwickelte. Die große Bedeutung von Frau Holle würde damit auch nicht ganz von ihr selbst ausgehen, sondern mehr von der Gruppe von Geistern, die sie führt. Ein dritter Ansatz basiert dann auf einer alternativen Wortherkunft für Holle oder Perchta. So gibt es auch den Versuch, die beiden Namen auf Worte für verbergen oder verdecken im Germanischen zurückzuführen und Frau Holle als eine germanische Erd- und sogar Totengöttin zu interpretieren. Dies würde beide Namen, Perchta und Holle, direkt verbinden und auch die häufigen unterirdischen Wohnorte von Frau Holle erklären, sowie ihre Verbindung zur geisterhaften wilden Jagd. Mit dieser Namensherkunft wäre Frau Holle auch mit der nordischen Göttin Hel verbunden, die das Totenreich regiert, sowie mit Hlodin, was ein anderer Name für die Erdgöttin Jörd ist, die Thors Mutter in der Edda darstellt. Darüber hinaus findet sich in einigen antiken Inschriften von Weihesteinen am Rhein ebenfalls der Name Hlundana für eine Göttin, die damit ebenfalls zu dieser Gruppe von Erdgöttinnen und Frau Holle gehören würde. Diese Interpretation von Frau Holle als eine Totengöttin der Germanen stützt sich aber vor allem auf der anderen Wortherkunft ihres Namens und ihre Verbindung dadurch zu Hel. Die Etymologie von Frau Holle und Perchta zum Wort für verbergen oder verdecken ist aber nicht gesichert und gilt als eher unwahrscheinlich. Und schließlich gibt es noch eine vierte Interpretation von Frau Holle als eine Muttergöttin und Fruchtbarkeitsgöttin der Germanen. Diese These wurde auch schon von Jakob Grimm aufgestellt und von anderen noch später weiterentwickelt. So könnte man Frau Holle letztlich als Erd- und Muttergöttin der Germanen sehen, die aber zentral in der Natur und der Wildnis beheimatet ist. Eine Göttin der Erde und der Natur, weshalb später Frau Holle und Perchta ebenso häufig unter der Erde oder in den Wäldern beheimatet sind und von Tieren begleitet werden. Vor allem die Perchten des Alpenraums zeigen auch viele Tiercharakteristika und sind besonders wild. Als Göttin der wilden Natur hätte Frau Holle auch Macht über das Wetter. Und ebenso wie die Natur kann auch Frau Holle gütig beschenken oder schwer bestrafen. Die Funktion als Erzieherin und ihre Verbindung zu Kindern deutet darüber hinaus auch noch auf eine Rolle im Rahmen von Initiationsriten hin, die vielleicht eben in die Wildnis der Göttin führten.
Zu dieser Interpretation von Frau Holle als Erd- und Muttergöttin der Wildnis würde schließlich auch noch gut die Gleichsetzung im Mittelalter mit Diana passen, die eine Göttin der Jagd und damit ebenfalls der Wildnis war. Und durch eine Verbindung zur Wildnis und vielleicht sogar zur Jagd könnte schließlich auch noch die Rolle von Frau Holle als Anführerin der wilden Jagd erklärbar sein. Anzumerken ist hier auch, dass bei den Nordgermanen dann beide Götter, die mit Jagd in Verbindung stehen, Skadi und Ulla, jeweils auch Götter des Winters sind und als Schneeschuhgöttin und Schneeschuhgott bekannt waren. Gemäß dieser Interpretation würde Frau Holle also auf eine große Naturgöttin zurückgehen. Eine Göttin der Erde und der Wildnis, die sowohl schenken wie auch rauben kann, die sowohl schön wie auch schrecklich sein kann. Welche dieser verschiedenen Erklärungsversuche und Interpretationen nun aber für Frau Holle tatsächlich zutreffen, ist aber am Ende schwer zu sagen. Als sicher gilt aber, dass Frau Holle ihre Wurzeln in der germanischen Mythologie hat und wohl auf die eine oder andere Weise auf eine Göttin zurückgeht. Ob nun aber als Beiname von Frigg, als Anführerin von weiblichen Geistern oder als Totengöttin oder vielleicht sogar als große Muttergöttin der Wildnis, ist unklar. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.